Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Seven Days to Die with Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Hier sind wir also, Tag 14. Die zweite Horde wartet auf uns. Ich bin sehr, sehr früh schon unterwegs. Aktuell läuft hier durch ein bisschen Wasser, ein bisschen Frühstück für unseren Guderler. Da gönnen wir uns auch jetzt schon mal eins. Ich muss auch gleich dann oben gucken, wenn es jetzt draußen 4 Uhr wird, ob nochmal Wasser durchgelaufen ist. Ansonsten habe ich nochmal in der Folge von gestern beim Schneiden gesehen, dass da doch noch eine Leiter ist, Leute. Wir müssen also gleich nochmal rüber. Ich habe eine Liste, was wir noch brauchen. Erstens Kohlenitrat für Schießpulver, um noch mehr Siebener herzustellen. Dann muss ich kurz schauen, Backup-Falle, Fluchtweg, falls wir da oben doch überrannt werden, weil ich was übersehen habe. Plus die Leiter am Turm, die checken wir gleich ab. Dann habe ich aufgeschrieben Holzbedarf für den Laufrand oben, dass wir den wenigstens einmal aufwerten. Plus Spikes. Und ich habe aufgeschrieben Heuglücksklug. Heuglücksklug. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich kann es nicht mehr lesen, Leute. Ich hoffe, das fällt mir nochmal wieder ein. So, das klingt doch schon wieder nach was, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Ich warte ab. Ich warte ab. Jetzt, wenn wir hier bleiben würden, hätte ich schon längst eine Direktverbindung nach oben gebaut. Aber wir bleiben hier ja nicht. Oh, die Badewanne habe ich gar nicht durchsucht. Ja, ist ja egal. So, auf geht's. Müssen wir schon gucken, dass wir das zeitlich hinkriegen. Schnallt sich einmal kurz hoch. Irgendwo klopft einer. Der Himmel verspricht nichts Gutes. Aber du weißt ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, Leute, auf geht's. Ich bin gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich mir es vorstelle. Was habe ich jetzt geholt? Wasser, ne? Dann koche ich das gleich ab. Muss schon mal sagen, da sind wir da auf jeden Fall schon mal aufgehoben. Im Moment sind wir bei 1, 2 Minuten. 2 Minuten 40, 3,20, 3,30. Ich mache nur ein Holz rein. Dann läuft das. So, Thema erledigt. Ich gehe mal gleich mal rüber, bevor ich da jetzt irgendwie durcheinander komme. Was mache ich mit dem Zombie? Er hat aufgehört. Komm, schnappt da der Fahrräder. Sind wir doch eine Ecke schneller, hä? Insgesamt Nameless. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf die heutige Horde, weil danach der Tag ganz unter dem Zeichen... Hey, das ist der Wahnsinn, wie viele Zombies hier täglich unterwegs sind. In den anderen Siedlungen, Leute, war immer irgendwie Ruhe. Aber es kann sein, dass es schon wieder eine Wanderhorde ist hier, ne? Es war ein bisschen gewollt. Ja, ich mach die kurz weg, das muss. Den holen wir uns schon mal. Der war gut, nehmen das. Den habe ich da jetzt so gegönnt auch. Er ist ein bisschen sauer, gell? Die Armbrust ist auf jeden Fall was, was mir Laune macht. Der war zu spät, Nemi. So, hier habe ich nur irgendwo eine Leiter gesehen beim Schnippel. Ah, jo, die Säcke. Da ist eine Klappe. Da ist eine Klappe. Ein Geiernest. Ist ein Geiernest nicht immer gleichbedeutend mit, dass hier irgendwo ein Geier ist? Geht es noch weiter hoch? Nee. Sie könnten natürlich dann versuchen, hier hoch zu klettern und hier rüber zu hüpfen, ne? Das wäre noch eine Option für die Zombies. Das heißt, ich muss sie leider entfernen. Ja, dann mache ich die leider mal weg. Wo ist denn jetzt der? Das ist natürlich... Aber dann habe ich die Leitern weg. Herr, das müssen wir uns zum... Das wird mein Fluchtturm. Falls sie den in Ruhe lassen, ne? Wenn sie den in Ruhe lassen, wird das unser Fluchtturm, Leute. Das bauen wir gleich um noch. Und nehmen das. Was ist denn mit dir, Stingerl? So.
weil zu viele Leitern jetzt noch wegzuschlagen, kostet einen Haufen Zeit. Ich gucke das jetzt nochmal ab. Dieser Pfosten hat keine Leiter, dieser Pfosten auch nicht. Selbst wenn sie hier unten rumtouren, ist es für mich nicht weiter gefährlich. Was ich eventuell noch wegmache, ist das da, dass sie sich hier nicht irgendwie blöd stapeln. Das wäre so eine Geschichte. Die Leiter, die wir hier aufbauen, die muss natürlich später wieder weg. Hier kriege ich Stein, das ist sehr gut. Und einen kleinen Geierschutz sollte man so oben vielleicht aufbauen. Und das da. Anders. Was nimmt denn der da jetzt? Die Barren, ne? Wie viel nimmt denn da? Ja, das werde ich vielleicht noch aufwerten, wenn wir genug Barren übrig haben. Da ist dann zu. Die Leiter kommt weg. Der Turm hier ist für uns nicht relevant. Das Einzige, was gestern irgendwie nicht geklappt hat, ist die Geschichte hier. Ich verstehe es gar nicht. Ja, ich muss den hier wegschlagen. Ne? Das mache ich dann auch später. Dann ist hier zu. Hier wird dann aufgewertet. Dann bis Cobblestone. Wir schießen vom Rand runter. Es ist unglaublich, wie viele. Das ist sauer ein bisschen, hä? Ja, das ist mit Sicherheit eine Wanderhorde gewesen. Ist die jetzt tot da hinten? Nimm das. So. Tut mir leid, ich muss das kurz erledigen. Kostet halt alles Zeit. Laden. Da muss ich immer Glück haben, dass er nicht gerade schnell wird, ne? Leute, hier sind ja mehr Standard-Zombies unterwegs tagsüber wie sonst wo, ne? Okay, aber das ist unser Plan. Dann lasst uns jetzt mal eben kurz gucken, ob ich eine Dings finde. Kohle. Weil Muni ist wichtig, wenn wir die nicht ausdünnen, werden die uns sowieso überrennen, weißt du? Ich guck mal kurz, ob ich auf der Map was finde. Hier, ne? Hier ist Eisen. Das war Stein. Das hier könnte eventuell... Probieren wir mal eben. Das könnte eventuell Nitrat sein. Oder Blei. So genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Hier ist Nitrat. Alles gut, passt. Also, ich brauche 600 Nitrat und ich brauche 600 Kohle. Ich habe unseren Bedarf mal reduziert auf 450. Ein Teil läuft schon durch vom Schießpulver, damit es zeitlich nachher nicht zu knapp wird. Ne? Falls wir hinten raus noch Zeit haben, können wir immer noch mal ran. So, die letzten Schläge. Dann haben wir Nitrat und Kohle besorgt um die 300. Den baue ich aber noch ab. Der gibt ja dann noch mal... Okay, der schlägt mittlerweile auf alles ein, was hier ist. Naja, kurz vor 8. Lass mal kurz gucken, was ist hier. Den mache ich auch noch weg kurz. Dann haben wir halt ein bisschen Kohleüberschuss. Das schadet aber nicht. Den mache ich auch noch weg, weil ich ihn schon angefangen habe. Und boom. So, Schießpulver. Rest fertigen. Momentan sind am Durchlaufen 161 und 4. Plus die, die wir hier haben, dann kriegen wir da schon mal ein bisschen was. Dann habe ich einen Holzbedarf. Ich nehme an, einen ziemlich hohen, weil ich möchte herstellen Spikes, die Aufwertung oben. Wir müssen kurz heim was trinken. Der Nemi, der kann gleich nicht mehr. So, 1075 haben wir jetzt hiervon. Bisschen Stein habe ich noch nachbesorgt. Nicht allzu viel, aber schon mal so, dass wir was mit anfangen können. Gehen wir kurz was trinken, dann gehen wir aufwerten und dann kann ich wieder checken, was fehlt noch, wie weit sind wir. Da ist doch aber einiges noch an Luft nach oben. Zumindest ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit übrig. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich mag die Siedlungen schon. Aber ich brauche am Ende auch irgendwann eine große City bei uns in der Nähe. Um mich wirklich, wirklich wohl zu fühlen. Ne? So, ich hoffe, wir haben mittlerweile... So, oh nee, das ist... ist nicht dein Grundstück, mein Freund. Du bist eins weiter. So, Leute. Gute ist, dass wir jetzt nicht nur gleich trinken, sondern auch die 7er wieder ankicken. Hier. Wie viel kann ich schon nachbauen?
78 Schuss sind im Nachbau. Okay, das war's aber schon, weil Schießpulver ist durchgelaufen. 77. Ja, nur fast 100 Schuss 7er, wer hätte das gedacht? Weißt du, wie ich meine? Das ist schon recht so. Sag mal, die Eier, die bringen gar kein Wasser hier, ne? Kolben auch nicht wirklich. Und das hier schon gar nicht. Hast du auch Hunger? Na, dann iss eins. Und trink aber nur zwei Wasser, nämlich. Maximum und so. So, jetzt können wir uns natürlich dann überlegen, wollen wir noch mehr Schießpulver oder nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht viel vergessen. Die 7er Muni, läuft die dann auch komplett durch? Ja, richtig, die hatte ja gar keine Probleme mit dem Ding. Die braucht gar kein Holz. So, flitzen wir einmal kurz rüber. Das Leben ist schön in 7 Days to Die. Wenn du nicht stirbst, dann fühlst du dich frei. Oh, 7 Days to Die. Was machen wir denn jetzt hier mit dem Stück? Was machen wir denn jetzt hier mit dem Stück? Ich hätte das gerne als Fluchtweg gehabt. Kann ich hier Blöcke setzen? Nicht ohne, dass sie runterknallen. Das ist wieder so eine stumpfsinnige... Da stirbt irgendwo gerade Hühnle. Oh. Warten Sie mal eben. Leute. Wenn ich das sah als Fluchtweg nehme, hoch, rüber, denen aber den Fluchtweg abschneide, ist die Frage, das können wir leider nicht einschätzen, die Frage ist, werden sie dann versuchen, hier wegzuschlagen oder schlagen sie uns hier das Erschle weg? Ne? Was aber auf jeden Fall de facto wichtig ist für mich, ist der äußere Bezirk hier. Ich lasse es mal noch offen, das machen wir dann als allerletztes. Nehmen wir es. So. Außen soll auf jeden Fall und innen. Ja, eigentlich hätte ich das gerne alles oben. Geier vermute ich werden auch eher weniger kommen, aber wir bauen uns einen kleinen Geierschutz gleich noch, ne? Und die Zombies, die unten sind, die sollten nach Möglichkeit halt nicht hochkommen. Zeitintensiv, aber muss sein. Ich will hier zuhaben. Ich will nicht, dass die das Gefühl kriegen, sie können hier geschwind rein und mich da irgendwie erreichen. Und dann haben wir am Endeffekt das Problem, ne? Jetzt habe ich gerade überlegt, dass wir uns ein bisschen Zeit sparen, würde ich hier gleich Cobblestone-Elemente verbauen. Siehst du, der passt jetzt hier rein. Ich muss ja nicht rein, oder? Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich mir oben noch eine Schießscharte rausstanzen, aber... So, hier ist jetzt einigermaßen safe. Da könnte man eventuell mit wenig Aufwand jetzt auch noch geschwind einen hinbauen. Den Rest nehme ich oben, mache mir eine 2x1 oder 2x2 Unterstand, um mich kurz zu versteckeln, falls Geier kämen. Vielleicht sollte man da noch eine Klappe mit dazu nehmen. So, das Ding ist gefixt. Wie gesagt, hier habe ich jetzt alles nochmal abgeprüft. Ich wüsste nicht, wie sie es da hochschaffen wollen. Es kann aber natürlich sein, dass es für sie ein Weg ist, das hier zu machen. Ja, das kann ich nicht einschätzen. Oder dass es für sie eine Möglichkeit ist, hier, um dann darüber zu springen. Ne? Hier ist Elektrik verbaut. In dem Moment, wo ich einen rausschlag, müsste ich doch den Laufweg unterbrechen, ne? Dann ist für sie nicht mehr relevant. Das heißt, ich schlage den hier raus, den drüben und dann muss ich noch die Leiter wegschlagen. Aber dann bauen wir jetzt erstmal den Unterstand geschützt. Was weiß nicht, wo auch immer die Geier kämen, dürfte relativ wurscht sein. Wichtig ist, dass ich irgendwo, ich muss aber auch was sehen, ne? Die greifen ja nur an, ich will nur kurz reinflüchten. Schießen gehe ich nicht davon aus, dass das heute Nacht ein Thema bei uns wird. Das heißt, ich mache es jetzt einfach monkfrei. Ne? So, dann ziehe ich das hier hoch. Das muss ich allerdings offen lassen. Naja, gut, so mache ich es, Leute. Und da sie ja nur reinschlagen, also ich gehe jetzt davon aus, dass das irgendwie hinhaut. Machen wir das mal so. Und dann brauche ich hier noch einen Deckel. Eine Klappe? Brauche ich da eine Klappe? Weil die werden da nicht durchhauen, oder? Bah, das ist das, was ich nicht weiß. Oh, shitty. Sind alle. Ja, aber dann haben sie ja fast gereicht, ne?
Hallo? Gut. Ich muss die Cobblestone drüben holen, dann kann ich das noch einmal aufwerten. Das mache ich jetzt nur, dass ich einigermaßen sicher bin. Ich hoffe halt natürlich, dass sie nicht durchs Gitter schlagen, ansonsten hätte ich es größer machen müssen. Gut, was mache ich mit meinem Fluchtweg? Für den Fall, dass es irgendwie einreißt, das Gebäude, dass doch irgendwo eine Schwachstelle ist, würde ich gerne hier rüberkommen. Ja, würde ich gerne hier rüberkommen. Und zwar mit der Leiter. Jetzt ist die große Frage. Bei den Advanced-Blöcken weiß ich nie genau, wann sie kommen. Der war nix. Ha, scheiße, das geht doch schief. Schwupp ich hier rüber. Ja. Und zieh zwei Blöcke hier weg. Nur zur Sicherheit sollte ich mindestens den aufwerten. Und den. Ansonsten kann ich die alle an wegreißen dann. Nicht, dass doch was spuckt. Also vielleicht ist der erste Kopf dabei oder so. Wissen wir nicht. Wenn ich hier zumache, wird es uns wahrscheinlich wenig helfen. Nichtsdestotrotz wäre es eine Möglichkeit, nochmal einen Schutz einzubauen. Wir sollten noch ein paar Barren durchlaufen lassen, wenn es die Zeit erlaubt. Ist einfach ein zusätzlicher Schutz, ne? Hier drin schlage ich auch mal noch die Sachen so weit weg, dass sie nicht das Gefühl kriegen, sie können hier durchs Hochsteigen besser zu mir gelangen. Kann sein, dass das Gitter schon sie veranlassen wird, ne? Draußen bollert einer. Den würde ich kurz einmal triggern, Leute. Wenn ich das irgendwie hinkriege. Mal gucken, ob er es schnallt. Er schießt, weil das geht. Jetzt hat er es geschnallt. Im Moment, jetzt bin ich mal gespannt. Er wird jetzt hier reinlaufen. Und wenn irgendwo ein direkter Zugang zu mir ist, wird er uns zeigen, wo er ist. Bolzen muss ich noch ein paar herstellen. So, jetzt bin ich gespannt. Guck, Schwachstelle, ne? Genau da. Aber ich glaube, er weiß nicht wirklich, wo er mich kriegt. Ja, der weiß nicht wirklich, wie er zu mir kommen soll. Zumindest jetzt im Moment habe ich das Gefühl, das ist alles richtig, was wir gemacht haben. Holz brauche ich noch, um nachzureparieren, weil ich werde sicher das ein oder andere Mal hier drauf schießen. Aber das scheint die Schwachstelle zu sein hier. Die Ecke. Ist der schwächste Block, auf dem ich stehe, ne? Wahrscheinlich. Ja, die haben beide selber probiert. Für mich okay. Für mich okay. Da würde ich noch kurz aufwerten mit Cobblestone. Dann die Leiter wegschlagen. Komm, wir machen kurz ein paar Barren. Gehen wir mal rüber. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht machen. Lass mal gucken, ob das mit der 7er geklappt hat. 101 Schuss 7er. Das habe ich mir fast gedacht. Das wird wieder so knappes Nummerle. Egal, ich guck mal ganz kurz. Ob ich irgendwo... Hier war noch ein bisschen. Soweit, weil ich brauche die auch für meine... Klappen reparieren. Ich habe gar keine Klappen gesetzt, gell? Schadet aber trotzdem nicht, wenn ich die kurz schon mal durchjag. So. Leute, Cobblestone raus. Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch, was wir brauchen werden. Den Stahlbarren eher nicht. Die Federn nehme ich mal raus. Hier müssen wir auch noch mal gucken, ne? Die haben ja teilweise, also ich habe letztens, wo waren das? Ich habe das so Hütle gefunden, Leute. Hier. Samenbeutebonus. Rüstungswert, mittlere Rüstung, ne? Den könnten wir uns sogar anziehen, hätte ich Bock drauf. Wenn die Mod da reingeht. Okay, das kann ich gleich machen. Verändern. Jo, geht. Zack. Einmal hier reparieren. Einmal hier. Wie weit ist das? Habe ich den jetzt? Ah, den anderen habe ich gescrapped. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder
Alter, der war ja schon fertig. Er war schon fertig. Den habe ich gesquillt. War alles richtig. Jan Emi, jetzt sehen wir mal dein Gesichter wieder. Grüß dich. Grüß dich, Digga. Ja, wie gut. So, dann lassen wir kurz durchgucken. Wir werden mitnehmen. Das nehme ich immer mit raus. Schabbelbeldi, kabbeldübeldi, dübeldi. Hier, das sind die Dinger, wo ich bekommen habe durch die Grabungsbelohnung. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit das da. Ich habe allerdings, fällt mir gerade auf. Ah doch, da habe ich auch noch 110 Schuss. Und 118 davon. So. Was halt wichtig wäre, dass wir noch ein paar Bolzen zusammenkriegen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wie viel könnte ich denn hiervon jetzt gerade mal machen? Auch nochmal 130. Sind zwar die Billigbolzen, aber ich habe jetzt keine Dinger mehr vorbereitet, ne? Ja, Leute. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Wir haben halt keine Nahkampfhorde, ne? Das heißt, wir werden da nicht viel machen können im Nahkampf. Hätte ich jetzt unten was bauen müssen, wo ich dann hochflücht wieder und so. Aber das war jetzt zeitlich einfach zu knapp. Gibt es aber auch Schlimmeres. So, das werden wir natürlich dann irgendwann später hier einschmelzen. Wie viele Spikes könnte ich gerade bauen? Die will ich nicht hergeben. Ich mache mal 15. Ich muss allerdings noch ein bisschen Holz holen. Und ich mache 25 davon. So, das lasse ich jetzt mal laufen. Ne, im Prinzip habe ich das Gefühl, das wird schon hinhauen. Was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt rüber. Schlag kurz die Dinger weg, von denen ich erzählt habe. Mir fällt nicht irgendwas ein, was ich noch machen könnte. Natürlich, klar, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich schon das ein oder andere noch finden. Die Tür aufwerten. Ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht mit der Tür. Wenn ich die jetzt aufwerte, kostet mich das einen Haufen Barren. Aber auf der anderen Seite, wenn ich keine Klappen reparieren muss heute Nacht, ist das auch nicht so schlimm, ne? Ist das eine Schwachstelle? Ja, weniger. Oh, geil. Aber halt Knüppel, ne? Es war einmal im Knüppeltal. Wie lange kostet mich das jetzt, die aufzuwerfen? Ah, muss nur das richtige Werkzeug nehmen, sagt er. So, jetzt haben wir hier 5000er Schutz drauf. Das müsste reichen. Was hier Wegschlagen angeht, würde ich sagen, ich mach das einfach. Ich mach das einfach, Leute. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Das wird so meine letzte Maßnahme jetzt, bevor wir in die Horde gehen. Willkommen zur zweiten Horde-Nacht, meine Lieben. Letzte Maßnahme sind die zwei Blöcke. Den unteren habe ich, wie, das klappt nicht. Ich habe den extra runtergeschlagen. Machen wir keinen Schaden an unseren eigenen Blöcken mehr? War das nicht früher so? Ich bin mir nicht sicher. Doch. Hab ich doch extra so geplant. So, Leute, jetzt sind wir mal gespannt, ob unser Konzept aufgeht. Meiner Vermutung nach werden die jetzt halt versuchen, heute Nacht uns die Hütte hier wegzubauen unterm Arsch, dass sie an uns rankommen. Ja? Und wir hätten da drinnen zum Beispiel mit mehr Zeit noch eine zweite Wand ziehen können, einfach um das noch ein bisschen zu verstärken. Ich hoffe, ich habe keinen Laufweg übersehen. Wie gesagt, die Leiter habe ich weggeschlagen bis auf die Höhe. Da drüben das eine Ding habe ich weggeschlagen, weil ich Angst hatte, sie kommen vielleicht hier hoch. Dann ist mir die Linie aufgefallen, habe ich da hinten nochmal geprüft, ist da auch wirklich keine Leiter, dass sie nicht über einen Zaun irgendwie auf die Linie hier kommen, hier runter, ne? So, Leute, wir laden einmal nach. Ich habe auf jeden Fall Steinpfeile. Ich war jetzt mit den letzten Minuten, die ich gehabt habe, nochmal unterwegs. Habe noch ein paar Vogelnester gesucht, mit dem Fahrrad schlecht zu sehen, aber zu Fuß habe ich die super sehen können hier drin im Biom. Und, baue jetzt gleich noch ein paar Pfeile nach. Und dann machen wir halt so gediegen als möglich. Ich würde halt viel mit den Bolzen machen. Weil die Wellen, die rücken ja immer erst nach. Also wir müssen abarbeiten, bevor wir neue Zombies kriegen, ne? So, Bolzen kann ich jetzt noch 77 Stück. So sieht es aus. Okay, Biker ist auf jeden Fall schon mal eine starke Nummer. Da schießen wir eine Weile dran. Wie gesagt, ihr seht hier unten viele Spikes, habe ich nicht gemacht. Was ist denn das? Was ist denn das? Und zack, gleich mal daneben geschossen. Was ist denn das bitte?
Okay, ab sofort liebe ich die Hunde wieder. Alter, Leute, die haben einen neuen Zombie gemacht. Das wusste ich gar nicht. Wow. Ne, ihr seht, es wird nicht unendlich. Die rutschen halt immer nach, wie du was weg... Wie was stirbt. Im Moment sterben sie an unseren... Wo ist denn der Wolf jetzt? Nicht, dass der plötzlich fliegen kann oder so scheiße. Ihr seht, die sind ein bisschen ziellos. Oh, allerle. Das ist ja eine Maschine. Dem will ich aber nicht so begegnen, echt nicht. Die werden das Haus wahrscheinlich wegreißen, Leute. Irgendwie habe ich ein ganz blödes Gefühl gerade. Ein Laufrand hätte gereicht, aber so fliege ich schon mal nicht so schnell runter, ne? Ja, ich mache jetzt gemütlich. Also wir werden auf die Art und Weise nicht viele Zombies töten mit der Armbrust, weil es eine Weile dauert. Ich würde jetzt mal so... Im Moment schlagen sie noch da draußen rum, weil sie halt keine Zielführung für uns haben im Moment. Ist ziemlich geil. Der Fluchtweg, den muss ich dann halt oben abbauen, wenn ich wirklich weg muss, ne? Alter, das Viechle, ne? Auf jeden Fall eine komplett andere Art, die Horde zu bestreiten wie letztes Mal, ne? Wird natürlich nur so lange gut gehen, solange keine Spucker kommen und keine Geier. In dem Moment ist das nicht mehr ideal hier oben. Nee, aber die haben keinen Laufweg. Also das haben wir schon mal gut eingestellt. Boah, Alter, du machst mir überhaupt keine Laune gerade. Geiles Gerät haben sie da gebaut. Der ist richtig übel. Daneben. Ich gucke natürlich trotzdem immer, ob sie irgendwo einen Weg finden. Siehst du, jetzt kommen wieder welche nach. Wir haben ja, ich glaube, zwei, dreimal hochgeklickt bei Welle pro Zombie, ne? Deswegen schlagen die auch da drüben rum, weil für die ist einfach nicht klar, wie sie an mich rankommen wollen. Kann auch sein, plötzlich eine Welle jetzt mit Geier und so, ne? Schöne Horde-Nacht zum Üben für die Armbrust bis jetzt. Aber es ist halt... Bis um 4 muss das Gebäude heben, aber das tut's, glaube ich. Sie schlagen ja noch nicht mal aufs Gebäude, ne? Alter, der da hat einen Haufen Leben. Ich meine, gut, ich habe zwei, dreimal schon daneben geschossen, aber ich habe auch schon sau oft auf ihn getroffen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass durch irgendeinen blöden Zufall, die hier hochkommen, ich dann wieder in Panik versuche, den Fluchtweg zu kriegen und ich erreiche ihn nicht, ne? Das kann passieren. Mit Schussmunition wäre man natürlich eine ganze Ecke schneller, aber... Guck mal, die klopfen schon hier auf meinem Fluchtweg rum, ne? Und hier versuchen sie die Tür. Einfach, weil sie schwächer ist wie die 5000. Aber drin ist nichts, wie sie zu mir kommen. Okay, Hund. Habt ihr auch kurz das Gefühl gehabt, der kommt hoch? Sollte den vielleicht einfach mal machen. Boah, ist aber. Die andere Horde war gezielter für mich, schöner zu spielen, weil ich gesehen habe, wo sie sind. Der da hinten, der steht so dagegen. Ich muss den wegmachen hier, der hat bestimmt einen Jumper. Manchmal hast du das Geräusch, das Gefühl, die sind schon da, ne? Wollen wir mal auf die guten Bolzen umsteigen, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Damage machen? Dafür haben wir sie ja gebaut, ne? Bis jetzt ist es halt eine fiese Nummer eigentlich. Aber du musst ja deinen Arsch retten, ne? Es geht ja ums Überleben. Bis jetzt hat noch keiner hier irgendwie einen Block erwischt, ne? Denke ich mal. Wir haben noch nicht mal Mitternacht, aber das kommt. Überleg mal, wir haben nur eine 1er Armbrust bis jetzt, ne? Der lebt vor lange her, der Typi. Wie schön, dass er was... Biker!
Der kann bestimmt mehr noch, wie nur da unten rumstehen. Jetzt ist er mal weg. Alterle. Immer schön ab und zu mal ringsherum gucken. Wir sind auf jeden Fall ausgelastet bis morgen. Für die sind schon im Ding drin, glaube ich. Gebäude steht natürlich, ne? Haben wir gut gemacht, dass wir das rausgefunden haben. Und das war das Erste, wo wir gesagt haben, ne? Erinnert euch, immer eins verwerfen, wenn wir ein besseres finden. Wir haben es nie verworfen. Ja, ist ja gerade weggelaufen. Sah kurz auch nochmal nach einem neuen aus. Wenn es so bleibt, ist es für uns eine Option eventuell. Je nachdem, wenn wir jetzt das Minibike morgen bauen wollen und ich will da nicht warten, ob ich das eventuell als Questbelohnung kriege, ne? Dann kann es auch gut sein, dass wir so eine Option nochmal wahrnehmen, bevor dann unsere Base steht und alles, ne? Ja, daneben. Die Bolzen sind auf jeden Fall eine Ecke geiler. So hast du halt nicht so viele Zombies, ne? Die du tötest praktisch. Es sei denn, wir machen das mal hier mit dem Schießerle. Geht's halt doch eine Ecke schneller. Dann kommen halt wieder neue nach, ne? Aber egal, du bist halt immer am Bearbeiten. So kostet halt einen Haufen Muni. Wo die überall rausgucken, gell? Ich würde sagen, wir machen Muni sparend. Nehmen es einfach als Belohnung für das, dass wir das ganze Ding so durchdacht haben. Und gönnen uns dann später mit mehr Muni die Reise nach Osten, ne? So 0.50 Uhr, das ist machbar so. Das Gebäude hebt, die Horde ist einfach noch zu klein und zu ungefährlich, als dass das jetzt irgendwie... Gut, die sind hinten an der Base, aber das bockt uns ja nicht. Wenn die Armbrust schneller nachladen wird, wäre die total imber. Also mir persönlich reicht der Speed so, ne? Da hinten habe ich gar nicht geguckt. Da liegt ein gelber Sack, da müssen wir nachher einsammeln. Einmal kurz hier geguckt. Hat aber auch gegen den Zaun gehauen, ne? Den Hammer. Aber es hätte theoretisch sein können, dass da drüben ein Laufweg so konzipiert ist, dass er über die Linie hier... hochkommen. Jetzt hat irgendwas geknallt, glaube ich, unten. Wie geil, dass wir den neuen Zombie da jetzt gesehen haben. Der Hammer. Der hat scheint gut leben. Wenn uns der mal draußen begegnet, Leute, müssen wir aufpassen. Okay, mit denen, von denen habe ich jetzt, mit denen habe ich gar nicht mehr gerechnet. Das kann gut sein, dass die hochkommen auf irgendeine Art, ne? Die Jumper. Die sind zwar nicht ultra stark, aber die können halt springen. Da steht plötzlich einer oben und dann erschrickst du wie Sau. Jetzt ist er tot. Für den lade ich schon mal auf jeden Fall die hier immer nach. Uhr, da hinten ist auch wieder irgendwas geflogen. Nächstes Mal werden es halt wahrscheinlich auch Geier sein und Springer. So sehr wie ich die Armbrust mag, du kriegst halt hier gleich mal ein paar mehr Schuss rausgewettert.
Puh, bin ich froh, dass wir nichts übersehen haben. Da war nichts, der letzte, den ist ersparen können. Geierkäfig haben wir nicht gebraucht, Fluchtweg bis jetzt auch noch nicht. Bin ich, glaube ich, fast runtergestürzt. Das ist natürlich die Hauptgefahr. Ich bin immer die Hauptgefahr. Daneben, das kann Lieder singen davon. Zum Beispiel, wenn man ihm seine Mission versaut. Der arme Kerl, du. Die sind schon innen drin am Klopfen, ne? Jetzt krieg ich sie halt bald nicht mehr. Wobei mich das nicht stört, wenn die da innen drin sind. Muss ich halt nachher runter, ne? Immer mal ab und zu mal gucken, dass sich nichts überrascht. Nie sicher sein. Sechser Muni ist halt einfach mit den Waffen nicht wirklich viel wert. Selbst wenn man trifft. Oh, Level kriegen wir wahrscheinlich noch zusammen. 5000 ist einfach cool. Da ist nicht genug Ausdauer. Und zum Trinken hast du auch nichts mehr neben ihm, ne? Der sah aus wie John Travolta mit der Hose. So Leute, noch anderthalb Stunden. Dann haben wir das bisschen. Und dann geht's für uns auf Heimatsuche. Das ist mein großes Ding. Seht gut, gell? Ja, 5000 ist auf der Game Stage, auf der wir sind, schon im Balle. Hätten wir jetzt so aus freien Stücken nur schwerlich hinbekommen, ne? Wir hätten dann Beton schon gießen müssen, Zementmischer am besten. Also so in der Größenordnung hätten wir es noch nicht hingekriegt, schwind. Aber kommt. So, nehmen wir's. Die suchen halt, wissen nicht wie. Da hinten, das werden meine Bolzen sein, die da in den kleinen Tütchen rumliegen, ne? Gehen wir gleich noch gemeinsam looten, das muss sein. Mich interessiert, warum die da hinten so das Gefühl haben, das könnte eine Ecke für sie sein. Dass er mir die Kante hier wegschlagen wollte, das habe ich schon kapiert. Aber das ist mit einem Block ja nicht getan, ne? Auf jeden Fall hat unser Konzept geht auf, ne? Nicht, Alter, tanze nicht so rum, meine guten Bolzen. Gleich haben wir es geschafft. Nehmen das halt durch. Prinzipiell müsste ich eigentlich gar nicht schießen. Wenn ich jetzt einfach nur abwarte, spare ich einen Haufen Muni. Ich hätte die ganze Nacht wahrscheinlich nicht einen Schuss abgeben müssen. Einfach mal ab und zu hier rüberlaufen. Aber dann hockst du da rum, ne? Wieso? Ist dann auch nicht so geil. Ja, wenn ich jetzt hier rüberlaufe, wenn sie sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Ecke konzentrieren, dann hebt es noch länger. Wäre gegangen, ohne Muni auszugeben. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Punkte gekriegt. Und die brauchen wir ja für alles, was noch kommt. Halbe Stunde noch, Leute.
Schön zurück zu sein. Sogar meine Cobblestones sind noch da unten dran. So, wir können mal wieder rüber gehen, ob da noch was geht. Siehst du? Jetzt sind sie eher halt drüben, wo ich war. Hier ist für die auch interessant. Das machen sie die ganze Nacht hier in der Ecke, ne? Das ist die Tür, glaube ich, die ich aufgewertet habe. Hat der nicht normalerweise Haare hier, der Typi? Schon interessant, wie die dann hier plötzlich drauf standen, weil das eine Blöckle weggeschlagen ist, ne? Kommen wir gleich in den Bereich, wo wir zur Not auch aufs Fahrrad stehen können. Das habe ich, glaube ich, da hinten hingestellt. Das erreichen wir über den Fluchtweg recht schnell. Und dann die letzten Minuten bis vier werden sie ja wieder langsamer. Wir haben nicht viele abgearbeitet, ne? Aber immerhin. Hier der alte Standard-Gates. Gelbes Hemd. Blaue Buchs. So, Leute, wir haben es geschafft. Ah. Ah, Träumle, Träumle. Jetzt, wo wir Muni bauen können. Ich bin gespannt, ob unten viel kaputt ist, ob man was sieht. Aufstieg haben wir noch geschafft, ne? Ist halt eine entspannte Horde, aber da kommen noch andere auf uns zu, ich weiß das. Vor allem, wenn wir die Fallen bauen. Und man beim ersten Mal nicht 100% sicher sein kann, wie sie funktioniert. Da geht's dann wieder mit Backup-Falle, ne? Wie wir das immer gemacht haben. Also dich mache ich aber auch noch von hier oben. Ich gehe nicht runter. Ich gehe nicht runter, wenn ich nicht muss. Ach, so gut. Waren da nicht auch noch ein Haufen Bolzen? Ja gut, aber die sind ja gleich nachgebaut, ne? Bolzen sind ja gleich nachgebaut. So, lass mal gucken. Gelbe Säckchen nehmen wir natürlich mit. Den hast du dir schon mal verdient. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Schlagringen. Ist okay. Hier war noch ein Bolzen. Hier war noch einer. Und wenig gelbe Säcke im Vergleich. So. Dann haben wir die Griffmod, die wir jetzt selber bauen können. Ein bisschen Muni zurück, Antibiotika. Und ein Frühstück, noch mehr Muni zurück und eine Schmerztablette. Nee, guck mal. Wahnsinn, oder? Wie lange das gehoben hat. Hier sind sie ziemlich weit. Hier sind sie ziemlich weit. Guck mal. Und da waren aber ja nicht alle drauf konzentriert, ne? Hier, eher weniger, minimalst Schaden gemacht. Die haben halt hier rumgebollert. Guck mal, da haben sie die Tausender weggehauen. Hier ist ein Zehntausender, das habe ich vorhin halt gar nicht gesehen, dass das auf einem Zehntausender ruht. Hier, da haben sie rumgebastelt. Tja, Leute, das war unsere Horde. Zweite Horde steht. Jetzt können wir noch... wir haben zeitlich... Zeitlich passt so. Wir reden morgen weiter. Es geht jetzt ums Minibike. Werkbank haben wir. Freigeschaltet ist es. Wir gucken, was wir haben. Das, was uns fehlt, bauen wir. Und dann richten wir unser Augenmerk gen Osten. Wir wissen zum einen, im Osten haben wir letztens einen Schneeberg gesehen. Und wir wissen, dass sich die Wüste östlich erstreckt.
Da zieht es mich hin, weil ich vermute, dass da das Biom sein wird. Schnee, ich vermute die Wastelands in der Ecke. Und ganz klarer Fall, wird da wahrscheinlich irgendwo unser Leben stattfinden, die restliche Staffel über. Schöne Geschichte. Ich bin richtig selig, dass das jetzt so geklappt hat, wie man das vorgestellt hat. So, meine Lieben, bis morgen.